Für den Fall einer pandemiebedingt auftretenden Triage muss der Gesetzgeber Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen treffen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beschlossen. Andernfalls bestehe das Risiko, dass Menschen bei der Zuteilung intensivmedizinischer Behandlungsressourcen wegen einer Behinderung benachteiligt würden. Auch die Ärzte bräuchten Unterstützung, um die dann anstehenden schweren Entscheidungen bei einer Triage zu treffen. Eine sogenannte Triage betrifft Situationen, in denen weniger Plätze oder Geräte zur Verfügung stehen als erforderlich. Ärzte müssen dann entscheiden, welche Patienten beispielsweise ein Beatmungsgerät erhalten. Nach den hierfür bislang maßgeblichen Empfehlungen sind dabei die klinischen Erfolgsaussichten das entscheidende Kriterium. Die Beschwerdeführer befürchteten eine Benachteiligung, weil bei bestimmten Behinderungen oder Vorerkrankungen die Erfolgsaussichten einer intensivmedizinischen Behandlung schlechter seien als im Durchschnitt. Diese Sorge bestätigte das Bundesverfassungsgericht. Es sei nicht ausgeschlossen, dass eine Behinderung pauschal mit schlechten Genesungsaussichten verbunden werde, heißt es in dem aktuellen Beschluss.